Hallihallo, hey ho, der Mike hier. So, das ist der Shit, ich sage euch. Eins meiner Lieblingsspiele, The Binding of Isaac Rebirth. Und zwar geht's da um den kleinen Isaac, der vor seiner Mutter in den Keller flieht und allerhand abgefuckte Monster und Gestalten vor sich sieht. Ist ein Dungeon Crawler, heißt viel sterben, viel draufgehen und es ist halt, ne, easy to learn, hard to master und ja, fangen wir mal an mit dem ersten Isaac Run. So, hab das Spiel auch schon extrem viel gesuchtet. Warum der mich jetzt immer rauswirft, ich habe keine Ahnung. So. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, man kann in alle vier Himmelsrichtungen schießen. Die Kugeln gehen mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Heißt, man kann die auch schön anschneiden. Und wichtig ist, es gibt nicht viel. Es gibt Leben, Münzen, Bomben. Mit Bomben kann man Gegnern Schaden zufügen oder zu geheimen Räumen kommen. Und Schlüssel, die braucht man, um diverse besondere Gegenstände oder Türen zu öffnen. Der erste Floor ist eigentlich immer der einfachste. Der erste Schatzraum ist immer geöffnet. Für die nächsten Schatzräume muss man einen Schlüssel bezahlen. So, auf jedem Floor gibt es einen Schatzraum und einen Itemraum sowie einen Bossraum standardmäßig. Ja. Das war's eigentlich. Fangen wir mal an. Man muss immer einen Raum klären, bevor man weiter ziehen kann. Das heißt, alle Gegner müssen besiegt sein. Zufälligerweise wird dann immer etwas gedroppt. So, die Fliegen sind noch recht einfach. Jeder Gegner hat auch eine unterschiedliche AI. Manchmal hat man auch Räume, wo einfach nichts ist. Zum Beispiel diese Steine kann man nur wegbomben. Das ist eine normale Kiste, da können sich Münzen, Herzen, Schlüssel oder Bomben finden. Das ist ein Itemraum. Dort kann man mit seinem Geld Items kaufen, die aber nicht so hochwertig sind wie Schätze. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber dieser Stein ist ein bisschen verfärbt und hat auf dieser Seite ein X markiert. Das heißt, es ist ein besonderer Stein, ein Secret Stone, würde ich mal behaupten. Wenn man den wegbombt, findet man ein geheimes Item. Das können Herzen sein oder Schlüssel oder... Ja. Ja. So, dann gehen wir mal hier durchgefitzt. Ja. Allerhand Shit liegt hier rum, im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal ist da eine Münze drunter, manchmal nicht. Jetzt haben wir natürlich die Arschkarte. Wir kommen nicht an diese Karte dran, weil wir weder fliegen, noch springen, noch sonst irgendwas können. Das kann man aber durch Items ausgleichen. So, hier haben wir den ersten Schatzraum. Und schon das erste Item. Nicht so richtig gut als erster Pick. Das sind die Distant Admiration. Wir haben jetzt so eine kleine Fliege, die schwarmt um uns rum und mit der können wir auch angreifen. Tja, war jetzt nicht so geil. So, hier haben wir schon mal einen größeren Raum. Die Fetten können eigentlich nicht wirklich was. Die können dir entgegenlaufen oder auch furzen, um dich wegzudrücken, aber sonst ist eigentlich nichts großartig bei denen zu beachten. Diese Springgestalten, wenn du in die Nähe von denen kommst, dann folgen die dir. Ansonsten laufen sie ganz komisch hier rum. Deshalb immer baiten und dann drauf schießen. Bisschen Taktik müsst ihr ja auch lernen, ne? So, die Kackhaufen sind immer zufällig, das heißt, die bewegen sich immer zufällig, nehmen kein Ziel an. Oh, für den ersten waren einfach gut. Monstro ist so ein Standard-Endgegner auf dem ersten Floor. Wenn man weiß, wie, ist er einfach zu besiegen. Hat eigentlich nur drei Attacken.
Und zwar springen. Er springt dann immer zur nächsten Position. Kann man gut kontern. Dann diese Shotgun. Und den Sprung. Der Sprung landet immer da, wo er nach dem Absprung, wo du nach dem Absprung standest. Also kann man das eigentlich gut timen, wo der Sprung hingeht. Diese Shotgun ist immer zufällig. Manchmal treffen welche, manchmal nicht. Ja, und dann nehmen wir den mal jetzt einfach auseinander. Weil wir wissen ja, wie es geht, ne? Ja, das sieht jetzt nicht so ganz so geil aus bei mir. Weil ich habe das Spiel immer schön klangheimlich in Ruhe gespielt und habe dabei nicht so viel gelabert. Also so eine Sache ist, wenn er so springt, immer kleine Sprünge machen. Wenn er weit springt, einfach in eine Deckung gehen. Und die kleinen Sprünge möglichst immer kurz ausweichen. So, nach dem Boss gibt es ein Boss-Item. Das ist jetzt diese Kiste, da sind allerlei mögliche Sachen drin. Recht gut eigentlich. Es gibt verschiedene Karten. Und zwar haben wir jetzt den Idioten, der bringt uns an den Startpunkt zurück. Es gibt natürlich noch bessere Karten, aber das ist erstmal so der Standard. Was wir jetzt unten links aufgesammelt haben, ist ein Trinket. Ein Trinket. Und zwar ist das eine kleine Verstärkung, die nicht zu den Basis-Items zählt. Also die man wieder vertauschen kann. Alle Items, die man aufsammelt, sind permanent. Außer die Trinkets kann man austauschen, sowie die Karten kann man auch austauschen. Das, was ich jetzt aufgenommen habe, ist die Broken Remote. Das heißt, immer wenn ich ein Active Item benutze, das wird oben links angezeigt, das haben wir jetzt noch nicht, ist eine kleine Chance, dass wir uns teleportieren. Also eigentlich habe ich richtigen Shit aufgesammelt. Die Pillen, da gibt es auch verschiedene von, die ändern sich von Run zu Run. Und haben erstmal einen zufälligen Effekt, beziehungsweise einen versteckten Effekt. Um den herauszufinden, braucht man entweder ein Item oder man nimmt sie einfach permanent. Das war jetzt Tears Up, das heißt, wir können ein bisschen schneller schießen. So, dann gehen wir mal zum nächsten Floor. Immer noch ein schönes kleines Bildchen, ne? So, der arme Isaac. So, hier schon direkt den Schatzraum. Wir haben einen Schlüssel, alles super, wir können rein. Crack in the Sky ist ein Active Item, wovon ich gesprochen habe. Braucht 4 Ladungen, das sieht man an den Balken oben. Und macht eigentlich, ja, konnte man jetzt schlecht sehen, weil wir dieses komische Teleport-Item dabei haben. Aber glücklicherweise wurden wir in ein Darkroom, ich nenne ihn jetzt einfach mal Darkroom, teleportiert. Hier gibt es rote Kisten. Rote Kisten können was Gutes enthalten, können aber auch was Schlechtes enthalten. Das ist immer so ein bisschen Gambeln. Aber wir gucken mal eben. Ja, das war jetzt nicht so eine gute Idee, weil wir jetzt nicht mehr wieder reinkommen. Weil für diese Challenge-Räume brauchen wir ein Herz. Das heißt, du gehst komplett zerschossen da rein und versuchst dein Glück, weil sobald man die Kisten aufsammelt, spawnen Gegner. Die gilt es dann zu klären. Aber naja, verkackt ist halt verkackt, ne? Hier haben wir wieder so einen farbigen Stein. Ich versuche jetzt mal den ganzen Weg wegzubomben. Hat auch super geklappt. Und da sind durchsichtige Herzen oder graue Herzen. Wenn wir getroffen werden, verschwinden die einfach. Also die werden nicht wiederkommen, sondern sind einfach nur nicht permanente Herzen. Anders als die roten Herzen, die man immer wieder auffüllen kann. So, wir haben das jetzt durch Schokolade ersetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was Schokolade macht. Hm. Naja, besser als diese komische Remote. Das ist ein Sacrifice Room. Kannst dich auf die Mitte stellen, verlierst jedes Mal ein Herz und es gibt so eine 50-50%ige Chance, dass dann eine Kiste droppt. Also eher für andere Mechaniken cool. So, die Buddies sind eigentlich auch recht einfach. Wie man sehen kann. Hinterlassen so eine kleine Blutpfütze, da sollte man nicht drüber laufen. Aber ansonsten alles easy schmiesi. Hier haben wir 2 Fliegen. Die graue schießt immer in eine Richtung auf dich. Und diese rötliche schießt immer an dir vorbei. Das heißt, nicht bewegen, dann passiert auch nichts. Außer der Kopf in der Mitte, der schießt immer auf dich, wenn er dich sieht. Also, wir können das jetzt einfach exploiten und
die Fliege da vorbeiziehen und fett. So, rote Feuer schießen gerne mal auf dich. Und hier haben wir eine Sacrifice Chest, so eine böse. Da waren jetzt Spinnen drin, nicht so cool. Ach, der Dingel hat eigentlich auch nur zwei, beziehungsweise drei Moves. Wenn er pfeift, schießt er. Wenn er so den Gesichtsausdruck macht, dasht er dreimal in deine Richtung und ist dann erstmal erschöpft. Dann kann man gut schießen. Und, ja. Pfeifen ist immer einen kleinen Keck spawnen und dabei schießen danach. Also ist eigentlich noch recht durchschaubar. Ne? So, up, und nochmal. Die Fly macht schon richtig viel Schaden. Also man kann das gut so mit der Fly machen. So, jetzt haben wir hier Mom's Purse. Da sind ganz viele Pillen drin. Warum die braucht, können wir sie leider nicht fragen. Jetzt haben wir einmal Range Down gehabt, jetzt schießen wir ein bisschen weniger. I Can See Forever lässt sich alle Schatzräume in diesem, alle Secret Rooms in diesem Floor sehen. Das ist eigentlich recht geil, weil dann spart man die Bomben und kann direkt durchgehen. Ich zeige euch gleich mal, was denn sonst halt Secret Room ist. Jetzt haben wir Tears Down gehabt, schießen wieder ein bisschen langsamer. Und einmal Health Up, kriegen wir ein ganzes Herz. Richtig geil. Was jetzt der Fall ist, es ist so ein Teufelsraum gespawnt. Da kann man Deals mit dem Teufel machen. Sind meistens starke Items, kosten euch aber Herzen. Wie man sehen kann, sind hier auch schwarze Herzen. Die sind ähnlich wie die grauen Herzen, die lösen sich auf. Nur wenn diese sich auflösen, werden alle Gegner im Raum geschädigt. Eigentlich recht geil. Was wir hier jetzt haben ist, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her, als ich gespielt habe. Aber ich würde mal sagen, der Deal lohnt sich nicht. Da ist es immer gut, bei Isaac zu wissen, was die Items machen. Da gibt es auch ganz schöne Wikis. Am besten finde ich Platinum God oder Platinum God. Dort werden die Items erklärt und die Drop-Chancen und etc. pp. Wenn wir aus dem Teufelsraum rausgehen, ist eine 50%ige Chance, dass er danach verschwindet. So, das haben wir jetzt mit diesem I Can See Forever. Da haben wir einen Engelsraum. Der gibt ein weißes Herz. Weiße Herzen, wenn du eine weiße Herzhälfte mit in den nächsten Floor trägst, kriegst du ein ganzes rotes Herz. Oder du findest zwei weiße Herzen, dann kriegt man direkt ein volles Herz schon auf dem Floor. So, wir klappern das mal eben ab, in der Hoffnung, noch ein Secret Room zu finden. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was die Schokolade macht. Zufälligerweise kacken wir. Ganz nice so. So, hier haben wir noch ein Secret. Schwarze Münze sind immer 5 Münzen wert. Dann kann ich, gehen wir in den Schatzraum? Nee, wir sparen den Schlüssel für den nächsten Floor. Weil wir sind noch nicht so geil ausgerüstet. Und man muss das ja auch irgendwie schaffen, ne? Ab geht's. Ja, da wird er mit Kacke beschossen, der Isaac. So, und jetzt plöppt das weiße Herz auf und wir haben ein vollständiges neues Herz. Nice. Gehen wir mal hier in den Stachelraum. Da sind zwei rote Kisten. Gucken wir mal, was drin ist. Eine Trollbombe, die folgt einem. Und blaue Spinnen. Blaue Spinnen sind friedlich, machen so viel Schaden, wie du schießen kannst. Also, wie hoch dein Powerwert ist, den sieht man hier anhand des Schwertsymbols. Drei Stück sind schon echt nice, die sind zielsuchend, also easy. Verschwinden danach aber auch. So, ja, ziehen wir einfach durch. Da hat er genau in dem Moment geschossen, der Bastard. Ja. Oh, hier ist schon nice. Die lilanen Fliegen bilden immer einen Ring. Alle einzeln einfach wegfarmen und gut ist. Die Kollegen hier spucken Fliegen. Einfach drauf. So sind die noch recht einfach und wenn sie kaputt sind, kommt eine große Fliege raus. So, ich hoffe mal, dass ich bei der nächsten Folge nicht so viel erzählen muss.
weil, ne, ist ja erste Folge, man muss ein bisschen erklären und gut ist. Challenge-Raum. Können wir die Kiste nehmen und dann gegen Monster kämpfen, machen wir aber nicht. Lohnt sich einfach nicht. So, manchmal sind die Gegner verfärbt, das heißt, es sind Champions. Die droppen dann immer anhand der Farbe ein Item. Das ist jetzt die Batterie. Die lädt unser aktives Item wieder auf. Wenn wir das jetzt benutzen, haben so gut wie nichts getroffen, können wir direkt nochmal. Ah, wir machen kaum Schaden, ist so ein bisschen nervend. So, ich habe keinen Bock zu laufen, also nehme ich die Karte. Zack. So, hier haben wir nochmal die Kollegen. Einfach drauf. Können das natürlich auch mit der Fliege lösen. Zack. Hier rüber kann man entweder springen oder man legt eine Bombe in die entgegengesetzte Seite, wo man es hinhaben möchte. Dann überlappt der Stein so über... Na, ihr wisst, was ich meine. Eine Pille, unbekannt. Essen wir. Und wir haben eine Paralyse. Die macht nichts, die paralysiert einen nur für ein paar Sekunden. Ja, hier haben wir die Kollegen. Die hatten wir gerade schon mal, aber es kann sein, dass sich jetzt darunter Skelette verbergen. Weil wir sind ein Floor weiter. Aber hatten wir nochmal Glück. So, die Kollegen sind anders als die anderen. Die rotzen immer ein bisschen. Sind auch eigentlich recht einfach. Oh, ein Leech. Der greift Gegner automatisch an und heilt uns dann. Ist eigentlich recht nice, aber jetzt nicht overpowered. Die gehen mir richtig auf den Piss. Irgendwann öffnen sie sich und dann kann man sie angreifen. Wenn man sie schon vorher angreift, öffnen sie sich meistens eher nicht. Aber das war jetzt genau in dem Frame, wo er sich geöffnet hat. Goldene Kackhaufen sind geil, weil die ziemlich viel Geld in sich tragen. Aber wie man sehen kann, können wir da nicht rüber. So, hier haben wir zwei von den Gesellen. Versuchen wir das mal mit der Fliege zu klären. Ist einfacher, ist stärker als unser normaler Schuss. Läuft doch hier. So, hier haben wir den roten, den können wir immer abfertigen. Der ist stationär, genauso wie der andere. Also, nicht genauso wie der andere, sondern wie der andere, nur stationär. Und jetzt gibt es eine Regel für die Secret Rooms. Meistens sind sie da, wo die meisten Räume umschlossen sind. Heißt, wenn ich hier eine Bombe lege, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Secret Room ist, relativ hoch. Aber dem war nicht so. Ja, der Chub ist eigentlich ganz einfach, wenn man Bomben hat, weil dann frisst er die Bomben auf. Kann keine großartigen Attacken. Macht sich eigentlich nur die Kleinen noch zusätzlich und folgt einem immer, wenn man ihm in Sichtweite kommt. Dann macht er diesen Dash. Ist eigentlich auch recht einfach. Man muss nur entweder außer Range bleiben oder in der Range bleiben und den dann flankieren. So wie ich das jetzt hier mache. Nur aufpassen, der ist ein bisschen schneller als ihr, wenn er dasht. Und nicht frontal angreifen, dann bewegt er sich nämlich hoch und runter. Also immer so schön machen, wie ich das jetzt mache, dann passt das schon. Und immer auch den Dash abwarten, dann kann einem eigentlich nichts passieren. So, wenn man jetzt mal knapp bei Herzen ist, lässt man den Leech das machen. Ja, Leech gegen Leech. Weil der heilt einen ja auch. Aber das ist mir jetzt zu doof. Hier liegen eh Herzen rum. Zack. Hier haben wir Health Up. Mit 6 Herzen schafft man das Spiel eigentlich komplett. Und noch eine Bandage. Haben wir eine Maggie unlocked, weil wir ja, unlocken jetzt ganz viel. Wenn man einen Run mit 7 Herzen beschreitet, kriegt man Maggie. Das ist ein anderer Charakter. So der Tank bei Binding of Isaac. So. Nächster Floor. So, wir haben genug Energie. Einfach mal hier rein. Und da haben wir schon mal ein gutes Item. Und zwar The Mark. Dann kriegen wir ein bisschen Damage ab. Ist immer nice. Hier, die Spinnen sind auch recht einfach. Also es gibt einmal diese hier. Und einmal so Zyklopenspinnen. Zyklopen schießen immer geradeaus und die machen immer diesen Dreierschuss. Und eine Karte.
zweimal Harz. Das heißt, unsere Lebensleiste wird verdoppelt, aber überschreitet nichts unser Maximum. Also so ein kleiner Heal sozusagen. Was haben wir hier? Joker. Joker bringt uns in den Teufelsraum, wenn einer vorhanden ist. Ist er sogar. Also der, der nach dem Endgegner kommt. Wieder nichts Cooles drin, nur so Trollbomben. Aber noch ein Health Up. Eine Range Down brauchen wir nicht unbedingt. Deswegen nehmen wir die Harz mit und Goodies. Das sind die Zyklopenspinnen. Die laufen meistens so lange, bis sie sich sehen und dann rotzen sie. Also immer schön abwarten, schießen. Easy. So, hier ist so ein Raum, da könnte man kotzen. Wenn wir noch den Damage von gerade gehabt hätten, dann wäre das nicht so geil gewesen, aber so geht's eigentlich. Die sind eigentlich wie der Chub, also der Endgegner von gerade, nur in klein. Jetzt haben wir hier eine Arkade. Oder eine Arcade. Kann man mit einer Münze öffnen und hier kann man so ein bisschen gamblen. An der Blutmaschine kann man sein Leben gegen Münzen tauschen. Ist eigentlich recht nice. Und manchmal explodiert sie auch und dann kriegt man einen Bloodbag. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal den Bloodbag, der dir einen Health abgibt. Und den Bloodbag, der wie eine portable Maschine läuft. Das ist der, ich glaube, IV-Bag. Genau, von dem ich gerade gesprochen habe. Wir können jederzeit Leben tauschen gegen Münzen. Hier haben wir eine Donation-Machine. Da können wir Geld reinschmeißen, was wir überschüssig haben. Und ab einem bestimmten Wert verbessert sich der Shop. Und wir kriegen verschiedene Items, die dann im Basement auftauchen, also in der Welt. Die hat eine 50-50%ige Chance zu jammen. Das heißt, man kann nichts mehr reintun. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die voll zu ballern. Weil man kann auch eine Bombe benutzen, um die Sachen wieder herauszuziehen. Das lohnt sich aber erst gegen Ende hin, wenn die so ein bisschen voll ist. Es empfiehlt sich, diese Donation Machine immer so hoch zu halten wie möglich. Aber nie höher als 999, das ist der Endwert. Wenn man nämlich danach noch eine Münze hineinwirft, kriegt man zwar jede Menge Geld, aber die resettet sich wieder. Besser ist es, die auf 999 zu haben und immer mit Bomben zu leeren. Dann ist der die Ausbeute wesentlich höher. So, keine Bombe. Hier verlieren wir zwei Herzen, also einmal für Hin- und Rückweg. Ist nicht so cool. So, die Gesellen sind eigentlich auch recht einfach. Schießen immer um sich herum, einfach Abstand halten, gut ist. Man kann auch ein bisschen nachdem die vergraben sind drauf schießen, also einfach in die Richtung laufen und gut. Ah, da hat er mich doch erwischt, mein Gott. Der Damage ist real, ne? So, geklärt. Wir haben noch einen Schlüssel für den Schatzraum. Juhu. Und da haben wir eine Mysterious Liquid. Jedes Mal, wenn wir schießen und der landet, bleibt ein Fleck bestehen, wo die Gegner Schaden kriegen. Ist jetzt nicht ganz so geil, weil wir eine große Range haben und der bleibt dann nicht so oft stehen. Aber besser als nichts, ne? Hier sind die Skelette, die sind ein bisschen doof. Die fokussen dich immer. Das heißt, wenn du denen zu nahe kommst, werfen die einen Knochen in deine Richtung. Und das machen die auch schon ganz schön gut. Gegen die verkacke ich meistens. Aber wir haben ja noch Herzen, ne? Zack. Und schon sind wir wieder geheilt. Hier haben wir noch so zwei Kollegen. Also wenn man Bewegungsfreiheit hat, ist das eigentlich recht geil. Aber sonst sind sie echt nervtötend. Hier haben wir so kleine Bomber. Die haben uns jetzt freundlicherweise den Secret-Raum geöffnet, weil eine Bombe dahin geflogen ist. Und noch mehr Money. Als hätten wir nicht genug. Auch recht einfache Gesellen. Einfach draufhalten. Wenn sie dir zu nahe kommen, schießen sie. Und die fliegen immer so ein bisschen doof, wenn man die trifft. Das ist eigentlich so das Einzige, was man beachten muss. Rote und schwarze Fliegen. Schwarze Fliegen explodieren, nachdem man die besiegt. Und rote Fliegen explodieren auch und hinterlassen so eine Schutzspur.
Also auch Abstand halten. Gut ist. Mega Fatty ist so einer, den ich hasse. Hat als Attackenset einmal dieses Einsaugen. Danach kotzt er in deine Richtung mit Scheiße. Und richtig behindert ist der Sprung, weil der manchmal echt schnell wieder runterkommt. Sonst hat er eigentlich nichts, glaube ich, nee. Also wie bei jedem Endgegner eigentlich bewegen, bewegen, bewegen. Sobald er in der Luft ist, einfach laufen. Nur manchmal, na, ist er so schnell in der Luft und kommt auch so schnell wieder runter, dass man nicht ausweichen kann. Und auf die Blutspur aufpassen. Bei dem Saugen, das ist eigentlich recht einfach auszuweichen. Immer in die entgegengesetzte Richtung halten. So, was ist los, Leech? Kannst du auch mal hier angreifen, den Jungen. Ja, hat er geklärt. Hier haben wir einen Latchkey. Der gibt Luck ab. Luck ist, das nach einem Floor sozusagen was droppt. Und gibt zwei Schlüssel. Eigentlich recht nice. So, wir neigen uns langsam Richtung Ende. Jeden zweiten Floor gibt es ein neues Thema. Wir sind jetzt in den Depths, in den Tiefen. Gleich erwartet uns Mom mit ihrem fetten Bein. Die sind eigentlich auch recht einfach, aber können nervend sein, weil man kann sie nur von hinten treffen. Wenn man jetzt so Items hat wie Penetration, also durchgehende Tiers, durchgehende Schüsse, dann ist das recht einfach, aber so sind die eigentlich nur nervig. Hier müssen wir auch schnell klären, weil wenn die groß sind, fangen sie an zu schießen. Aber wir sind zu schnell. Gehen wir nochmal in den Sec-Room. Diese Flammen kriegt man nur mit Bomben weg. Manchmal sind da graue Herzen drunter. Ah, ein bisschen zu weit. Wir wollen ja alles abdecken. Einen guten Tausch gemacht. Puberty ist eigentlich nichts, wir kriegen nur Haare. Und ein Health-Up. Also, ich glaube, Mom könnten wir eigentlich wegbutzen. Ja, diese Wolken oder Wollknolle, keine Ahnung, was die machen. Also, die schießen immer zufällig oder schießen, wenn man auf sie schießt, keine Ahnung. The Stars ist eine gute Karte. Benutzen direkt und man ist im Itemraum. Noch mehr HP ab, Stammzellen, dann hat man so einen kleinen Embryo auf der Seite kleben. Ne? So wie das ist. Hier sind die, von denen ich gerade gesprochen habe. Sind wie die anderen, nur darunter versteckt sich ein Skelett. Oh mein Gott! So, jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen zu rushen, wa? Die hatten wir schon mal. Das sind die Fettis, nur mittlerweile sind die ein bisschen cooler. Die zerteilen sich jetzt in alle Hälften. Hier haben wir einen besonderen Raum. Zwei Schlüssel braucht man dafür. Was da drin ist, sehen wir jetzt. Und zwar der Würfelraum. Die Anzahl, die der Würfel anzeigt, dessen Effekt macht er. Also ich weiß die Effekte nicht auswendig, den überspringe ich eigentlich immer. Nochmal ein I Can See Forever. Ja, ein Odd Mushroom. Den gibt es in klein und in groß. Der kleine macht einen kleiner und schneller und lässt einen schneller schießen. Also so ein kleiner. Der große macht einen träge, aber lässt einen dafür stärker schießen. Also der kleine ist schon echt nice, weil wir haben ja genug Damage. Also so eine hohe Feuerrate ist immer extrem gut. Zwar gibt es noch Effekte, die das verbessern würden, aber für den Anfang reicht's. Wir sind schön schnell, können hier so ein bisschen rumbutzen und gut ist. So, aber jetzt müssen wir mal langsam gucken, wo der Bossraum ist. Die Gesellen sind auch einfach. Schießen immer in die Richtung, wo man sich gerade befand. Genau, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, wir sind schon cool. Wir können schnell schießen. Wir haben so viel Leben, wir können so viele Fehler machen, also. Ein Ass. Mit dem Ass kriegen wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Karten droppen. Karten sind eigentlich immer recht nice. Nice, nice. Und weiter geht's. Zack, 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 zack. So, hier haben wir die Gesellen zweimal. Einmal in laufend, einmal in fliegend. Wieder derselbe Shit. Wo von hinten? Und die chargen einen auch. Also einfach wieder in die Richtung laufen. Der charge dir entgegen, auch wenn es nicht so aussieht. Und dann abfertigen. Oh, eine Pillenoase. Pubertät nochmal. Tearstown nicht unbedingt. Paralyse auch nicht. I Can See Forever vielleicht für den nächsten Floor. Ja, eine Schlange, wa?
Nicht viel zu erklären, ist wie der andere, wie die 50.000 anderen Schlangen auch. Charged auf dich und einfach ausweichen. Das sind so Sachen, die mag ich nicht. Aber, mein Gott, einfach die Pro-Skills auspacken, gut ist. So, nächster Boss. The Fallen. Ist eigentlich recht einfach. Eigentlich. Wenn der auf dich charged, macht er danach diesen Viererstrahl und danach kotzt er meistens. Also, nicht beirren lassen. Nach der Hälfte der Lebensenergie teilt er sich. Also immer schön ausweichen, weil wenn er stoppt, dann macht er seinen Strahl. Hilfe. Das ist aber ein gutes Active-Item. Book of Belial. Erhöht unseren Schaden um 2. Kann man noch ein bisschen mehr Damage machen. Und gepaart mit der Schussrate, die wir haben, schon nice. So, entweder wir gehen jetzt zum Schatzraum oder wir rushen durch, je nachdem, was als erstes kommt. Große Kackhaufen, Hilfe! Aber wir sind zu schnell. Die großen Kackhaufen machen mehr Kackhaufen. Wenn man die besiegt, sind die zwei kleinere Kackhaufen. Die chargen ein, aber wir sind einfach zu schnell. So, hier nochmal Devils Raum. Nicht so schön. Wir haben jetzt eine Karte Magier, die macht unsere Tränen zielsuchend. Also, Mom kann sich schon mal verabschieden. Hier haben wir noch eine Arcade, können wir ein bisschen gamblen. Tears Down nicht unbedingt, gucken wir mal. Weil manchmal sind hier auch Münzen, die brauchen wir aber nicht. Sind ja schon recht am Ende. Oh mein Gott, wir sind zu schnell. Ich laufe mittlerweile so schnell, dass ich schon wieder in die Leute reinlaufe. So, I can see forever benutzt. Heißt, wir sehen die Schätzräume. Jetzt verkacke ich aber ein bisschen hier, ey. Ey, yo, ey. Was ist denn los? Schatzraum, was sagt er? Anarchists Kochbuch. Macht ganz viele Bomben. Bam, 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 bam. Also wir nehmen den Damage ab mit. So, wir haben genug Schlüssel. Einfach rein, zack. Ein paar Dimes einsammeln. Grundsätzlich alles, was rot ist, irgendwie explodiert in Tränen. Komischerweise. Hier haben wir ein Cursed Skull, ist auch ein Trinket. Wenn wir ein halbes Herz nur noch haben, werden wir an Anfang teleportiert. Das ist dann nochmal so ein Reset. Eigentlich nicht so geil. Die Kollegen chargen auf einen zu und werden dann zu so komischen Kackhäufchen oder Fleischhäufchen, Blutkäse nennt man das auch, einfach schnell beseitigen. So, jetzt haben wir nochmal einen großen Raum. Zack, 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 zack. Dead Avoiding. So, da haben wir das fette Bein. Wir machen das Belial an und die magischen Tiers. Schon haben wir lila Tiers. Und feuern, was das Zeug hält. Hier auch wieder... Wenn ihr die Mom stöhnen hört, dann einfach ausweichen, weil dann kommt meistens der Fuß. Ansonsten empfiehlt sich immer in der Mitte zu bleiben. Dann trifft man alle Eingänge ganz gut. Und dann beim Fuß wieder ausweichen. Also so mache ich es meistens. Ab und zu laufe ich auch mal hier rum. Gerade noch große Töne gespuckt von wegen locker, ne? Aber konzentrieren wir uns einfach mal ein bisschen, packen die Mad Skills aus und dann läuft. Hab ja auch schon ein bisschen Spielzeit hinter mir, ne? Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself.
This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Yeah, geschafft. Oder auch nicht. Ja, nice. Überspringen wir. Jetzt haben wir den Womp unlocked, das heißt, beim nächsten Run können wir noch 2 Stufen tiefer. Das Spiel wird auch immer schwerer, also wer noch nicht bis zur Mom kommt, kann man so abschließend sagen. Einfach immer weiter spielen, versuchen auszuweichen, manchmal sind die Items, die man bekommt, auch echt kacke, aber der größte Teil, den man hier eigentlich machen muss, ist ausweichen. Die meisten Angriffe kann man sehr gut vorhersehen, wenn man weiß, wie die Gegner ticken. Deswegen einfach immer spielen, das kommt von selber irgendwann. Ich weiß von meinen Kumpels zum Beispiel, die spielen das Spiel und die ragen einfach extrem rum, weil sie noch nicht mal den ersten Boss schaffen. Aber ich habe genauso angefangen und mit der Zeit wird es einfach. So, von daher sage ich einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir mal einen Maggie-Run, weil wir haben sie ja gerade freigeschaltet und, ne? Bis dann. Tschüss.